Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Minecraft mit mir. Und wie ihr seht, war ich beim Schönheitschirurgen und habe meine Welt ein wenig aufgehübscht. Also ich habe mal ein neues Texture Pack reingemacht. Und auch hier draußen sieht man, hat sich ein wenig was getan. Ein paar Schatten sind dazugekommen und insgesamt sieht die Welt jetzt, wie ich finde, ein wenig schöner aus, als das vorher noch der Fall war. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich finde es gut. Ja, also neues Texture Pack. Da sieht jetzt noch alles ein wenig mittelalterlicher aus. Ich zeige euch auch gerade mal, was es ist. Das ist hier dieses Conquest 1.7. Das ist mein Texture Pack und hier der Shaders Mod. Macht das alles ein wenig schön. Ja, als ihr weg wart, also guck mal, was ich auch total cool finde. Also, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Hier diese Spiegelungen schön. Ah, das sieht einfach traumhaft aus. So, als ihr weg wart, habe ich ein bisschen was getan. Ich habe ein paar Sachen noch gezüchtet. Ich will euch das mal eben schnell zeigen. Hier in meinem Gewächshaus ist jetzt schon einiges mehr gewachsen. Ich muss mich erstmal ein bisschen an die neuen Texturen gewöhnen. Das sieht alles noch so fremd aus. Ja, na, also wir sind jetzt hier schon, die sind alle schon komplett ausgewachsen. Die sind alle schon komplett ausgewachsen und die auch. Und hier bin ich noch dabei, die gerade zu züchten, die Sachen. Was haben wir denn hier noch? Die Melonen haben wir hier. Dann haben wir hier Kiwis und Ananas. Weizen, das ist auch bereits fertig. Ja, und hier sind auch noch so ein paar andere Dinge, die ich gerade bearbeite. So. Das habe ich gemacht, als ihr weg wart, weil euch das sicherlich nicht interessiert hätte, wie ich hier Stunden um Stunden stehe und das alles mache. Diesen Raum habe ich dann auch fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit euch zusammen gemacht habe oder ob ich den alleine gemacht habe. Ja, jedenfalls, das ist jetzt auch fertig, sodass mein Gewächshaus hier soweit erstmal steht. Nur reicht mir der Platz nicht und ich habe da hinten jetzt, wie ihr das dann auch seht, ich gehe einmal raus mit euch, habe ich ein wenig erweitert mit Hilfe meines Turtles, Terraforming Turtle, der da vorne steht, habe ich hier noch ein bisschen Platz gemacht und das Gewächshaus werde ich dann also noch erweitern, damit hier ganz, ganz viel mehr Pflanzen noch Platz haben. Ich habe, glaube ich, noch, ach, ich weiß es gar nicht, bestimmt so um die 20 Pflanzensorten, die ich auch miteinander kombiniert habe, die ich erkreuzt habe quasi, die ich noch nicht eingebaut habe. Ja, das kommt. Jo. Also das wird dann hier hingebaut. Jo. Was ich euch aber noch zeigen möchte, ich habe ein neues Computerprogramm geschrieben. Das kann eigentlich nicht viel, außer eine Mauer bauen. Ja, aufgrund der aktuellen politischen Lage kann das ja immer gut sein, wenn man Mauern baut. Nein, natürlich nicht. Mauern sind nie gut, aber für meine Sache ist das gut. Und dafür lade ich mir das gerade mal von Pastebin runter. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Code. Okay. So, und zwar, so sieht es aus. Ich habe ja gesagt, dass ich eine Burg bauen möchte. Also alles so ein bisschen mittelalterlich. Hier draußen haben wir jetzt hier diese zwei Häuser. Da kommen natürlich noch andere Häuser und ein Marktplatz und ein Hafen und ach, keine Ahnung, was noch alles hin. Oh, ich bin total begeistert. kommt da alles hin. Und das Allerwichtigste, da ist natürlich auch eine Burg. Und diese Burg wird umrandet von einer Mauer. Jetzt kann ich die Mauer, wenn ich will, natürlich immer selber bauen. Ist mir aber zu blöd, mache ich nicht. Also habe ich ein Programm geschrieben, welches das macht. Und das sind jetzt die einzelnen Sachen, die ich brauche und in der Menge. Und ich lege die dann hier rein und kann dann auf der Tastatur auf R drücken und dann aktualisiert sich das. Und dann wird immer geschaut, habe ich denn genug Materialien? Und jetzt müssen wir mal schauen, wir brauchen Steine, Bricks, Slabs, Stairs, Cobblestone. Okay, dann gehen wir einfach mal in unser Lager und holen das. Und dann schauen wir einfach zu, wie der Turtle baut. Gerade wenn das so ein bisschen dunkel wird und dass man das Licht hier sieht, ja, finde ich schon ganz schick. So, müssen wir nur gucken, dass die Frames hier nicht zu sehr einbrechen. Also weniger als 30 sollten das nicht werden. Also wir brauchen Stone.
Eins, zwei, dreimal Stone. Dann brauchen wir Cobblestone. Dann brauchen wir auch Stairs. Dann brauchen wir Slabs. Okay, warte mal, wir brauchen, also nochmal schauen, wir haben, Cobblestone, den brauchen wir noch. Gut, hier vorne blendet das noch ein wenig, aber ich glaube, das liegt nicht an mir, sondern das ist halt einfach so. Okay, da fällt mir aber ein, ich bin ja immer noch im Peaceful Mode, das brauche ich gar nicht sein. Ja, die schöne die schöne Nachtlandschaft, die gucke ich mir jetzt einmal an. Ich finde das sieht schon ganz cool aus und wie sich das hier so spiegelt. Ach, ich bin ja schwer begeistert. Nur Sonne und Mond, das blendet ein wenig. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Na gut. Also, wir wollen mal schauen. Wir brauchen also im Slot 1 Cobblestone. Jetzt guck mal, ich drücke jetzt auf R und dann steht dann da, alles klar, funktioniert. Dann brauche ich Stufen, dann brauche ich Slabs, dann brauche ich Bricks. Stone, Stone, Stone. Okay, aber ich brauche noch einmal mehr Stone Bricks. Warte, brauche ich denn 64 hiervon? Ja, okay, da bräuchte ich nur 60. Also dann noch einen Stack. Stone Bricks, okay. Nun gut, dann haben wir das. Das setzen wir noch einmal schnell in den Turtle ein. Dann legen wir uns aber hin, damit es wieder Tag wird, weil so schön das auch ist in der Nacht, ist das doch ein wenig ärgerlich, wenn wir von Monstern überrannt werden. So. Ist jetzt die Frage, ne? Kommt das jetzt hier hin oder wollen wir da lieber noch ein, zwei, drei Meter nach vorne gehen? Ja, hier kommt ja eventuell noch so ein Turm hin. Ja, dann passt das. Also. Mauer. Wir haben, Status ist perfekt. Dann drücken wir auf Enter zum Starten. Und gut, der Turtle fängt jetzt an, die Mauer zu bauen. Und wir nutzen die Zeit, töten den Zombie. Oha. Und laufen einmal nach Hause, legen uns hin und schlafen eine Runde. Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ich werde von den Sonnenstrahlen geweckt. Ah, das ist ja schön. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist den Creeper natürlich töten. Oh, hier sind aber viele Creeper. Nein! Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Oh je. Wenn man so gegen die Sonne guckt, ist das ja schon ein bisschen unpraktisch, ne? Das hilft mir jetzt aber auch nicht, wenn ich mich jetzt hier drin verstecke. Komm mal her. So, mal gucken, ob ich unversehrt, wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Ja, war klar.
Na toll, ich wollte doch nur unversehrt in mein Haus da drüben, um mir was zu essen zu holen. Das ist ja super gelaufen jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, komm, lass mich hier rein und dann alles gut. Ah! Nein, 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 geh raus. Verdammt. Ah, ist das ein blöder Mist? Ja, gibt's denn das? Okay. Wieso stehst du denn da immer vor der Tür? Das wäre echt super, wenn du dich einfach mal verpissen würdest. So, einmal die Rüstung angelegt und dann holen wir uns unseren Kopf wieder. Ah, jetzt haust du ab, ne? Ja, genau das ist das, was ich meinte. Ich werde mir bessere Rüstung und bessere Waffen machen müssen. Damit sowas nicht passiert. Okay, jetzt sieht mein Kopf aus wie. Ja, das sieht aus wie ein Kopf, aber hier sieht das mehr aus wie so eine Kiste oder so. Jo, also, wir brauchen Waffen und wir brauchen Rüstung. Und für die Waffe wäre natürlich super. Also, das perspektivisch gesehen bauen wir das in Manilum, wie das auch immer ausgesprochen wird. Ich sage immer Manilium zu. Also das. Vorher brauchen wir aber Alumite, um das abbauen zu können. So, komm, wir gehen einfach mal nach dem Turtle gucken. Also hier, wie ihr seht, der Turtle ist fleißig dabei und baut die Mauer. So sieht sie aus von außen. Die wird natürlich noch ein wenig größer, wie ihr seht. Und das ist dann also ein Element. Und diese Elemente kann man dann beliebig aneinander rein. Dann habe ich einmal hier einen Gang und einmal da oben habe ich einen Gang, wo ich dann drin laufen kann, um, ja, weiß ich nicht, von Ecke zu kommen oder so. Ja, also hier wird jetzt so langsam alles gebaut. Das dauert noch ein bisschen. Dann nutzen wir die Zeit und gucken, ob wir uns nicht ein wenig was an Manilium, nee, an Alumite herstellen können. So, für das Alumite selber brauche ich Aluminium. Okay, tippen wir rein, dann geht das besser. So, wir nehmen uns mal das Aluminium raus, da haben wir auch noch Aluminium. Na gut. Wir brauchen Eisen. Und wir brauchen Obsidian. So, also. Fünfmal Aluminium. Zwei und zwei. Ja, doch, dann war ja richtig. So, 20, 8, 8. Das werfen wir jetzt hier rein und dann hoffen wir, dass das auch funktioniert. Hier ist noch ein wenig Blut drin. Das sieht jetzt natürlich auch ein bisschen doof aus, ja. Also die Lava wird wahrscheinlich so angezeigt in dem Texture Pack. Tja, also Aluminium, Eisen, Obsidian. Ganz reicht es noch nicht. Und dann bekommen wir meiner Meinung nach Alumite raus. Und mit dem Alumite können wir dann auch schon mal arbeiten, dass wir uns zumindest
behelfen können. Das Alumite hat nämlich ein Mining Level 4 und mit diesem Alumite können wir dann die Sachen abbauen, die wir für Manillium brauchen. Also Kobalt und Adit können wir damit abbauen. So, wie weit bist du? So, kommst du auch noch rein? Aluminium, Blut. So. Ach, aber Moment, ich brauche ja auch noch. Hier diese Tool Forges, oder heißen die so? Ja, genau, hier. Toolforge brauche ich ja noch. Ohne das läuft es nicht. Dann lass uns mal gucken, ob wir noch ein wenig Eisen haben. Wie viel brauchen wir? 4, richtig? Da hätte ich mir gar nicht die Mühe machen müssen. Okay. So, für das Toolforge brauche ich also das. Dann brauchen wir hierfür noch eine Toolstation. Und für die Toolstation brauchen wir einfach noch eine. Aber erstmal ein bisschen Holz. Dann kommt die hier rein. Dann haben wir unsere Crafting Station. So, und dann haben wir also unser Tool Forge. Tinker's Weaponry. Die Bücher habe ich mir auch schon hergestellt, aber okay. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Dann kommst du mal hier hin. So, dann haben wir da also eine ganze Menge mehr. Wir bauen uns zuerst die Spitzhacke. Das ist diese, ich weiß gar nicht, die Pickaxe, hätten wir die nicht auch hier? Na, das ist eine normale Pickaxe, oder? Nö. Für die, naja gut, ist egal, ich glaube für die großen Sachen, da braucht man das. Für die normale Pickaxe aber erstmal nicht. Wir brauchen ganz einfach nur den Alumite-Kopf. So, da haben wir das Alumite. Und dann dürft ihr mal hier rein. So, Pickaxe. Wo haben wir sie? Da haben wir Pickaxe. Okay. Toolbinding brauchen wir. Machen wir die auch aus? Aus Alumite. Ja, komm, jetzt ist egal für den Anfang. Geben wir uns da jetzt noch nicht so richtig viel Mühe. Bauen das erstmal. Genau. Und wir brauchen noch ein Handle. Tough Rod, Knife Blade, Tool Rod. Das ist dieses. Ihr könnt auch normalen Stick nehmen. Wir nehmen das aber jetzt einfach mal so, machen da eine schöne Spitzhacke draus. So, dann haben wir eine Alumite Pickaxe. 700 Haltbarkeit, Mining Level Kobalt. Jo, und das Kobalt. Ja, das sollte doch eigentlich passen, oder? Kobalt hat auch ein Mining Level 4, genau wie Alumite. Ja, dann sollte das auch eigentlich gehen. Sehr gut. Dann darfst du wieder zurück.
Und für mein Attack. Alumite. Ja, dann gehen wir da einmal in den Nether. Aber vorher holen wir uns vielleicht nochmal das Eisen. Ja. Und dann nehmen wir uns unsere Sachen auch wieder mit. Okay, da haben wir Protection 6 und hier Protection 5. Gut, dann sind wir erstmal ein wenig ausgerüstet. Kartoffeln könnte man mitnehmen, aber auch den Saft. Ach, ich hatte ja auch den Saft vorhin noch in der Tasche. Da hätte ich gar nicht sterben müssen eigentlich. Ja. So, aber... Ach, diese Hexen, ne, die mag ich auch überhaupt nicht leiden. Gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir uns hinlegen können? Natürlich nicht, da sind Monster in der Nähe. Tja. So, dann können die Kartoffeln mal im Ofen gar werden. Da muss ich nicht immer Saft trinken. Mann! Ich mag diese Hexen wirklich nicht. Naja, gut. Wir machen Folgendes. Ist egal, wenn jetzt die Hexe da noch steht, soll das eben so sein. So, hier ist noch ein Enderman. Oha. Also irgendwie bin ich heute nicht gut drauf. Können wir uns jetzt, jetzt können wir uns aber hinlegen, dann können wir nicht. Ja, weil ich Schaden bekomme. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie diese doofe Mauer da hinten noch aussieht, die ihr jetzt hier seht. Da könnt ihr das ein bisschen sehen. So sieht die Mauer aus, wenn sie fertig ist. Müsste eigentlich jetzt bald fertig sein. Ich glaube, der Turtle arbeitet noch. Und dann würde der Turtle sich hier nebensetzen, wenn er fertig ist. Und dann von dort, dann kann er dann weiterarbeiten. Wenn er denn dann soweit ist. Ja, das soll es aber für heute gewesen sein. In der nächsten Folge gehen wir in den Nether und versuchen uns dort noch ein paar Materialien zu sammeln. Und wenn wir das haben, hoffen wir, dass wir uns ein ein Schwert bauen können. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon eine ganz gute Waffe an der Hand. So, im Morgengrauen können wir uns jetzt die Wand angucken. Der Turtle steht daneben, wie ich es versprochen habe. Ja, also das ist meine Mauer. Und wenn der Creeper sie nicht kaputt macht, so, das ist die Mauer. Ja, ich finde, die habe ich schön gemacht. Und so sieht es dann aus. Und von hinten sieht sie dann so aus, also von innen. Da brauchen wir das Muster nicht, wie wir es hier vorne haben. Ja, also wenn ihr wollt, ladet euch das Programm runter. Und ne, der Turtle setzt sich automatisch. So, guck, und jetzt brauchen wir die Sachen noch, setzt sich dann automatisch wieder dahin, dass wir dann jetzt hier das nächste Stück bauen könnten und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt wirklich 25 Minuten knapp, das sollte reichen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.